sagen, Eli. Das ist sehr gut. Okay. Sehr schön. So. Feng Shui heißt das Zauberwort. Damit wollte ich gerne in die Session reinstarten, damit das mal geklärt ist. Wir meinten natürlich in diesem japanischen Einrichtungsstil, meinten wir natürlich Feng Shui. Feng Shui. Ja, klar, diese, wo keine Rundungen oder wo man mit Himmel und Erde und irgendwie Farben ausachten muss, so rot, grün und so, alles in Ordnung muss. Genau, wo man alles schön harmonisch in seiner Wohnung hat. Das meinten wir. So, damit das schon mal geklärt, damit das schon mal zu Beginn geklärt. Das will ich ganz blöd darstellen immer am Ende. Genau, Feng Shui. Wir machen weiter mit Dead Space. Michi spielt weiter. Ich habe gerade gestern dieses riesen Viech getötet, ne? Was yes. Da war? In dem 10 Tonnen Viech da in dem Lebensmittellager. Lebensmittellager, sehr gut, genau. Super. Aber im Spiel hieß es gar nicht anders. Es kennt Rot sogar, aber eigentlich heißt es primär irgendwie, was hat es geheißen? Schon auf dem Schild drauf. Okay, ist uns gar nicht aufgefallen. Gut, dann macht die Michi weiter. Wie ist denn der Lampf? Einen schönen Schaus an Michi. Danke. Ist der neu? Nee. Nicht, okay. Kopfhörer. Ist ein Vögelchen drauf. Ist ein Vögelchen drauf, okay. So, genau, wir sind noch hier in diesem, wie heißt das nochmal, Hydrophonik-Station oder Hydro. Ja, genau, was die den Sauerstoff gibt. Und zu essen, Nahrungsmittel generell haben wir gemacht gehabt, glaube ich. Weil das ist so, ich hoffe, es passt einfach nur nicht. So, dann müssen wir erstmal hier 1, 2, 3. Okay, und wir sind in-game. Das ist der Farmer. Hostels. Das ist wieder der Country-Farmer da und Tomatoes. Stimmt, aber wir wollten jetzt glaube ich, von der Station runter. Na, wo müssen wir eigentlich Potatoes. Hin? Potatoes. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin mussten. Haben wir irgendwas gefunden oder so? Nee, wir haben irgendwie. Ich habe das Viech gekillt jetzt einfach. Und mach einfach mal blubblub. Ah ja, genau da entlang. Also ich fand die Schätzung von hier eigentlich ganz cool und nicht ganz so unheimlich. Also hier war Hammond kommt. Ach stimmt, Hammond ist verschwunden. Genau, Kendra hat uns erzählt, dass Hammond nicht mehr da ist. Stimmt, die Kendra hat kurz noch angerufen gehabt. Was denn, Minoy? Ich glaube, wir müssen jetzt zum Monorail, klar. Ich hätte kurz angerufen, wie geil. Der über Funk halt, du weißt schon, was war. Ja. Das hast du immer so hart erschrocken, genau. Ach, ist ein Fahrstuhl, oder was? Was? Okay. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir im Fahrstuhl runtergefahren sind. Zum Monorail müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, zu deinem müssen wir da zurück. Oh. No Munition. Oh, ist die gerade nichts mehr, so nicht. Ho! Gar nichts mehr. Hat er gar nichts mehr. Oh oh. Ach stimmt, wir hatten gar nichts mehr, alles verbraucht. Aber wir haben halt nichts eingesammelt, oder was? Das kann ich fast nicht glauben. Wir haben hier gar nichts eingesammelt. Von dem Fight. Okay, das ist natürlich schlecht. Da war, ach, da ist irgendwas, da ist irgendwie Loot rum noch. Da haben wir Weiche drin, sollen wir mal reingehen? Ja, geh nochmal rein. Bäh. Da warst du drin, da hast du schon alles abgelootet. Das ist natürlich shit schade. Ja. Wir haben uns ja einen neuen Themenzettel. Diesmal auf Zebra. Ja, schön auf Zebra geschrieben, weil ich kein Blatt Papier im Haus habe. Chris hat so schönes Zebra. Das ist natürlich peinlich und es ist schönes Zebra, genau. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum wir auf Zebra geschrieben haben. Mhm. Denn es sind kleine Eulen, Habak und Igel drauf. Sehr schön. Zerdrücken, ne? Ja. Ja, ich denke mal, wir jetzt genau an der Monorail-Station, wo wir jetzt landen werden, da wird es Munition geben, denke ich. Gefahr für die Umwelt abgeschlossen! Yeah! Yay! Keine Munition, ne? Was? Was sind du da für Bewegungen? Schüttelst du gut durch? Gesicht, Werner Lorand. Werner Lorand ist das. Tut, tut. Tut, tut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Im Bauch, wir sind jetzt in der Bauch der Ishimura. Schöne Bauchlage. Ich schlafe immer gerne in der Bauchlage. Wie ist es bei dir? Eine Seite ja nicht. Eine Seite? Welche? Rechts oder links? Das könnte unsere letzte Chance sein, hier rauszukommen, Isaac. In der Schiffbucht ist ein Asteroid, der nur darauf wartet, geschmolzen zu werden. Wenn du den SOS-Sender daran befestigst, kannst du ihn vom Schiff wegschießen und wir bekommen vielleicht ein besseres Signal. Der Sender ist auf dem Wartungsunterdeck. Du kannst den Asteroiden vom Kontrollraum aus starten. Mist. Der Kontrollraum ist abgeriegelt. Aber es sieht so aus, als bewahren sie für Notfälle eine Zugangskarte auf dem Verarbeitungsunterdeck auf. Hätte es zur Abwechslung nicht mal einfach sein können. Ich weiß nicht, wie lange ich das Ganze noch ertrage. Okay, jetzt mal ganz langsam. Jetzt habe ich ja einiges nicht verstanden. Aufgabe inaktiv, Aufgabe hinzu. Obwohl, ich habe zugehört, habe es aber nicht verstanden. Wir sollen ein SOS-Ding irgendwo dran machen, hieß es. An einem Ding, an einer
an einen Asteroid. Aber wie kann, da hat sie was von Asteroid starten gesagt. Wie kann man Asteroid starten? Vielleicht damit sie, weißt du, sie hat die Maschine, das Schiff hat wahrscheinlich nur einen dran an sich, den Greifer. Ne? Und dann kann ich wahrscheinlich irgendwo hinspicken. Ne? Okay, was bringt das? Damit, dann machen wir das SOS-Zeichen hin. Ja, und dann? Und dann können wir, weißt du, bekommen wir ein weiteres Signal aus dem All hinaus. Ja, aber der Asteroid ist ja weiter weg von uns. Der führt uns nee, den haben wir den dran, den haben wir wahrscheinlich am Schiff dran. Ne? Ach so, meinst du, okay. Ich weiß gar nichts mehr von der Story, weil ich ja mal durchgespielt habe irgendwann mal. Das ist mir jetzt unbekannt gewesen. Ach, für Laserkanone habe ich. Ja, die hast du unten, die war gut gegen das Viech. Kannst du das umtauschen? Yes. Dankeschön. Welcome to the Mining Deck. Ach, das Mining Deck, genau. Da wollt man hin. Nee, wie heißt das? Wie ist es? Schürfdeck? Schürfdeck hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Wurde es benannt. Hast du nachgeladen? Lad nach. Genau. Ein Schuss. Nein, oder? Du hast nicht nachgeladen, oder? Okay. Ja. Warte kurz. Häuslich? Okay, hoffe, oh, da ist noch Munition. Komm, bitte, da ist noch was. Ammunition, jawollo! Ja. Nehmen wir lieber das, oder? Mhm. Also für alle neuen Zuschauer, wir spielen hier ein bisschen parallel. Ich wechsle die Waffen und gebe Medipacks so ein bisschen, wenn ich kann. Medipacks? Und Michi spielt mit der Tastatur. Wenn ich spiele, spiele ich mit Controller und die Michi gibt mir die Medipacks. Ah ja. Energieknoten wieder gefunden. Sehr gut. Die können wir dann erstmal aufbewahren. Wir heben jetzt alle Knoten auf, außer wir finden natürlich so einen neuen Knotenraum. Dann hauen wir die Knoten da raus in den Knotenraum. Ja. Aber am Ende, kurz vorm letzten Kampf, denke ich mal, das wird man ja so mitkriegen, werden wir dann die Knoten in den Anzug einballern, was wir noch haben. Rickrow, ist das der einzige Weg, oder was? Ja. Ich habe jetzt kurz nicht aufgepasst. Okay, gut, ja, okay. Der Rickrow-Raum hört sich krass an. Rick ist ja das... Irgendwas synchronisiert von der Ricks, habe ich gesehen. Ah ja, okay. Oh Gott, Michi, Vorsicht. Hast du nachgeladen schon? Ja. Sieht sehr unheimlich aus. Ah, oh, ich muss noch was. Ich glaube, ich spüre mich weiter. Ich bin mal kurz weg. Mhm, ich bin hier alleine. Laserkanone gibt's hier. Dann haben wir hier nochmal was. Ripperklinge, oh schön. Und dann können wir noch was einverwenden. Oh Gott, bin hier eine Kiste. Ich habe jetzt weggespickt. Gehen wir mal in die Werkbank, oder? Postelstunde. Hier. Hallo. Also, haben wir hier alles. Hallo. Ja, meine ich ja. Wir heben die Knoten jetzt auf bis zum Schluss. Achso. Und dann hauen wir die rein, was wir noch haben. Ansonsten benutzen wir die für die Räume, wenn wir welche finden, so Knotenräume. So, haben wir kurz das optimieren müssen, von der Soundqualität her. Vielen Dank, Chris. Ist es laut genug eigentlich? Mhm. Sicher. Hier kann man sprechen, das ist schön. Geht's da weiter? Mhm. Oh, da war was. Da hinten rechts ist was. Ja. Hast du die Schränke schon aufgemacht? Nee. Nicht. Nur gerade Laserkanone. Ah, ja. Jetzt. Sehr gut. Oh! Im Schacht rechts! Rechts! Oh. Nee, hinter dir. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Tja, ich glaub schon. Die sind da schon danach aus, dass die an Geräuschen hier hart nerven oder verarschen wollen. Kann man hier irgendwas im Shop machen? Nee, kann man nicht, oder? Wir haben ja keinen Anzug Level 4, ist das nächste. Ich habe auch nicht gefunden, so eine Schemata. Nee, Schemata nicht und Halbleiter haben wir auch nicht gefunden. Links warst du schon, oder? Ja, da war ich jetzt drin. Okay. Oh, Sport. Ich habe irgendwie Ripperklingen. Ripper? Rippchenklingen. Rippchenklingen und Laserklingen. Oh, Spare Ribs, lecker. Spare Ribs sind die Knackschuckerne vom Knochen, ne? Was knacken? Spurps sind ja die mit Knochen, ne? Genau, das sind ja so die Rippen quasi. Genau, du kannst von Knochen so nagschuld. Ach so, nagen. Ja, bei Spurps schon. Das ist mit hartem Kacken. Ihhh. Jetzt ziehe ich da vor sich hin. Ganz toll. Aus irgendeinem Grund ist das Schiff unter Deck offline, Isaac. Ich werde versuchen, das System zu überbrücken. Okay. Always follow... Mining
Deck Procedures. Keep your rig synced up. Also jemand das Rig, genau, den Panzer einfach. Synchronisieren. Read and understand manuals. Inspect your work area. Never approach active machines. Keep all shields and guards in place. Okay. Also man muss halt hart auf sich aufpassen. Das ist ein gefährliches Ding. Einfach. Okay, ist die Kamera hier ausgefallen. Zuki ist hier drauf, oder? Ich würde schon sagen, wo war ich stehen? Ich wollte gerade irgendwas sagen, warte kurz. Oh Gott, weiß nicht. Da kann ich nicht hin, ne? Drei Dinger kannst du hin, oder? Wo bin ich hergekommen? Aus A, oder? Ich weiß es nicht. Drück mal A. Ja, geht nicht. Okay, B. Bei Verarbeitung. Was wollte ich gerade erzählen? Ich wollte irgendwas erzählen. Von Spirit, sagen wir. Was ich oben, oder? Ich kann mich nicht bewegen. Also, ich kann dich nicht bewegen, Chris. Warte, ich mach's. Okay. Aufzug-Action, harte Aufzug-Action. Harte Aufzug-Action? Der lebt auch noch hier. Warte, warst du schon wieder mit der Munition oder was? Das gibt's doch nicht. Jetzt lad nach. Oh ja, jetzt geht's aber los. Ruhige. Nichts drücken, sonst behinderst du mich. Mit der Steuerung. So, bam, ich drüber runter. Komm schon. Ich treffe aber auch gar nichts. Okay, jetzt ist Ende Gelände. Laser hatten wir noch, ne? Und Ripper. Ach, Ripper hat man auch. Kann nämlich Ripper. Lad nach. Häusig, mit Scissor. Komm schon. Alter. Es geht nicht. So. Wieso fließen wir gerade nicht? Bin ich irgendwie auf den blöden Standby-Knopf gekommen? Kann sein. Das kann natürlich sein, weil es diesen Abkämpfer. Guck mal, wie der oben hängt. Ja, krass, gell? Schau nochmal hin. Geht's wieder? Geht's nicht. Doch, ab und zu geht's und dann hängt sie ja voll krass irgendwie. Das ist voll nicht lustig. Sonst kann ich zum Beispiel die Knöpfe halten. Ich schau nochmal kurz nach. Zwecks der Optimierung. Das ist echt blöd irgendwie. Das muss ich hier bemängeln. Schauen wir mal, ob es jetzt noch besser geht, weil der Kontakt ein bisschen unterbrochen ist. Zum Empfänger am PC. Oh, guck mal, kannst du durchgucken. Hi, Vorsicht rechts. Aber. Ja, da hängt. Nee, nimm, magst du eine andere Waffe nehmen? Ich weiß nicht genau. Ja, was haben wir schon da für eine? Keine Munition, ne? Nee. Dann nimm mal ein Laserding. Du musst aufladen, das weißt du, ne? Safety begins with teamwork. Also ich meine, so wenn du gedrückt hältst, ne? Musst du aufladen. Beim Schießen. Audiolog. Hier Tempo, ich habe Elizabeth gefunden, aber in dieser gottverdammten Bucht ist nicht ein einziger raumtauglicher Flieger. Jacob, beeil dich! Wir müssen einen Sender finden! Es muss hier irgendwo einer sein. Jetzt ist es zu spät. Okay, gut. So, wunderschön. Das hab ich ganz vergessen. Mich mit einer neuen Frisur auch heute mal. Ich bin zur Abwechslung, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich meine, ich bin ja auch mal mit Kappe, mal ohne Kappe, weißt du, ist ja alles legitim. Oh, das ist ein Atomzeichen. Der Rose Atomzeichen. Also jetzt freuen wir uns gerade über jeden einzelne Kiste, die wir finden, ne? Ja. Wegen Munition. Solchen Geschichten. Oh, Vorsicht! Ich kann mich nicht bewegen! Ja. Oh, Essig! Du Scheiße! Jawohl! Ich kann mich schon wieder nicht richtig bewegen. Ja, du musst halt laden, das ist, wenn der auflädt, kannst du dich nicht bewegen. Boah, in die Klöten. Das ist auch ein richtiger Klötenschuss. Nicht schlecht, Michi. Essig, mach! Schieß, Essig! Kann ich bitte die Impulswaffe haben? Das Pulsgewehr meinst du? Hast du Munition dafür? Ah ja, sehr gut. Mich kennt sich aus. Mein. Ich stehe immer. Vorsicht! Links! Oh Gott! Stase! Jawohl, Michi, genau. Ich glaube, du bist ganz nervös. Du musst einfach langsamer spielen. Jetzt schießt du einfach rum, Autobehinderter! Das war das Caps Lock, war das jetzt. Das ist voll blöd. Ich verstehe nicht, warum man die Tasche hier einbauen kann. Das hat mich bei Amnesty auch schon immer gestört. Echt, oder? Warte kurz, wenn wir das wegkriegen. Oh.
Schau mal kurz um das. Da bin ich auch mal gestorben wegen der blinden Taste, ja. Naja, weil du halt immer wild rumdrückst, das ist halt ein Ding. Warte kurz, Simons grundlegende Steuerung. Grundlegende müsste es sein. Wo ist ein Caps Lock hier irgendwo drin? Shift rechts, nicht Sprint aktivieren. Hier ist kein Caps Lock. Ich jetzt eigentlich. Ja, warte kurz. Zielmodus. Feststelltaste, Zielmodus umschalten, so. Das müsste so, das müsste erledigt sein. Dann haben wir das, die Gefahr jetzt mal ausgegrenzt. Drück mal Caps Lock, Passiert nichts, sehr gut. Das nervt mich immer irgendwie. Ja klar, das ist verständlich. Das ist absolut verständlich. Man bleibt da immer hängen und es... Schön, dass ich böse geworden bin. Kein Problem. Alles muss man mal gesehen haben. Oh! Alter, wie der sich anschleicht, hast du es gesehen? Warte, ja, ist ja schon.